Heute ist es endlich soweit. Nach diversen Querelen mit der Lieferung meiner neuen Michelin-Reifen, die eigentlich schon längst da sein sollten, aber der Shop, ich kann euch nur empfehlen, bestellt nicht bei alle Reifen 365. Es gab echt Probleme und ich habe da ein paar Wochen warten müssen, habe dann einen Reifen nochmal woanders bestellt. Jetzt habe ich alle vier Michelin Pilot Sport 4S Reifen zusammen und sie werden hier gerade beim BB Reifendienst in Köln auf der Venloer Straße auf dem Mustang montiert. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr meinem Kanal folgt, bin ich mit den Fredestein Ultra Forti sehr, sehr, sehr zufrieden gewesen. Sie kosten eine ganze Ecke weniger als die Michelin, aber hatten auch eine echt, echt gute Performance und auch eine lange Langlebigkeit. Ich bin jetzt mit dem Fahrzeug insgesamt 60.000 Kilometer gefahren. Davon ist ein Teil auch im Winter natürlich mit dem Winterreifen gewesen. Jetzt bei den neuen Reifen werde ich für euch ein bisschen genauer erfassen, von welchem Kilometerstand bis zu welchem Kilometerstand ich mit dem Michelin-Reifen gefahren bin, damit ihr am Ende dann auch von mir eine Info bekommen könnt, wie lange halten sie denn, wie viele Kilometer halten sie denn bei meiner Fahrweise. Interessant wird für mich auch der Vergleich Fredestein zu Michelin. Michelin ist einfach der Reifen schlechthin, muss man wirklich sagen. Also, dass sie so einen großen Namen haben, das haben sie sich auch wirklich erarbeitet, indem sie extrem gute Produkte machen. Das lassen sie sich auch bezahlen und die Michelin Pilot Sport 4S sind aber tatsächlich auch eigentlich so der Standard beim Mustang, also die am besten zum Fahrzeug passenden Reifen. Deswegen wird vor allem dieser Vergleich Fredestein zu Michelin super, super spannend und eigentlich geht es dann darum zu sagen, lohnt sich der Aufpreis im Vergleich zu den Fredesteins bei meiner Fahrweise für mich? Ich habe das also als Daily Driver, nicht als Wochenendfahrzeug. Wie sieht das aus? Wie verhält sich das? Ich bin echt gespannt. Ist für mich auch das erste Mal, dass ich so einen direkten Vergleich habe zwischen zwei Reifen, den ich vorher und hinterher montiert hatte. Aber beim BMW Z3, die Reifen sind schon ewig drauf, weil wir mit dem kaum sportlich fahren und der auch nicht so viel Leistung hat. Also da muss man einfach nicht so oft die Reifen wechseln. Optisch ist auch noch eine Frage. Vorne die 265er, die ich vorne drauf habe, bei den Fredesteins wurden die schon sehr gestreckt. Reifen mit derselben Breite sind ja nicht zwangsweise auch gleich breit bauend, also es gibt Unterschiede von Reifen zu Reifen und da bin ich auch gespannt, ob das mit dem Michelin optisch eventuell auch noch mal eine Ecke besser ist. Ja, Reifen werden gerade montiert. Ich warte noch eben, bis sie drauf sind. Die Reifen passen alle in den Mustang. Ich hatte drei im Kofferraum. Wenn man die durchzieht, durch die durchgeklappte Rückbank nach vorne und dann den einen hochwuchtet, kann man den anderen runterziehen und dann hat der dritte Reifen hinten im Kofferraum Platz, einfach unter der Klappe. Und der vierte kommt dann mit ein bisschen Plastikfolie als Schutz auf den Beifahrersitz. Und so schafft man es auch, vier Reifen in 20 Zoll, 285 35 ZR20 und 265 35 ZR20 in so einem Auto unterzubringen. Was ja auch nicht schlecht ist, sonst wäre diese ganze Aktion jetzt noch mal ein bisschen aufwendiger geworden. Beim Babyreifendienst habe ich damals tatsächlich auch, als die Felgen neu hatte, die Reifen aufziehen lassen. Damals schon war das so, alle anderen haben abgelehnt, geht nicht ohne Termin und alles kompliziert. Oder nee, 20 Zoll haben wir nicht, maximal 19 Zoll können wir aufziehen. Und damals hatte ich dann hier angerufen, waren super nett, alles sehr, sehr vorsichtig und liebevoll gemacht. Ne? Auch Klebegewichte dann in schwarz auf den schwarzen Felgen und solche Geschichten. Und heute eigentlich wieder dasselbe. Ich wollte einen Termin vereinbaren und dann kam nur der Spruch, Reifen geht immer. Ja, und dann bin ich spontan hierher gekommen und bin jetzt mal gespannt, das Auto dann gleich wieder zu bekommen mit den neuen Reifen. Übrigens habe ich natürlich, wie man auf diesem Foto sehen kann, direkt nach dem Kauf der Reifen, als sie noch fabrikneu waren, die Profiltiefe gemessen. Bei allen vier Rädern ist sie identisch und zwar 6,7 mm. Ich werde euch also in den kommenden Videos und natürlich je mehr Kilometer ich auch fahre, immer wieder zwischendurch sagen können, wie viel Profil an der Innenseite, an der Außenkante und so weiter sind dann eigentlich verloren gegangen, je nach Fahrweise und auch je nach Kilometerstand. Aber was vielleicht wichtiger ist bei Komfort, bei in etwa gleichem Luftdruck jetzt bei den Michelins, der Komfort ist gleich. Es ist nicht so, dass man mit den Michelins, dass sie besser abfedern oder so etwas. Abrollkomfort ist ziemlich identisch, egal für welche Geschwindigkeiten, ob das bei Stadtgeschwindigkeiten, bei schlechteren Straßen ist oder bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Da schenken sich die Michelins und die Fredesteins wenig. Wo die Michelins aber eine ganze Ecke besser sind als die Fredesteins, was ich jetzt schon zu 100% sagen kann, ist, Kurvenführungskraft, Vorderachse beim Einlenken, es ist immens, also es ist viel mehr wie auf Schienen. Die Michelins können da viel, viel mehr Grip aufbauen als die Fredesteins. Das konnte, das finde ich schon sehr beeindruckend. Auf der Hinterachse konnte ich bisher noch nicht genug Erfahrung sammeln, als dass ich sagen könnte, gibt es da einen Unterschied mit Grip an der Hinterachse, bei Beschleunigung und all diese Geschichten. Okay, ein
Porsche, ein Mustang, ein Ferrari, eine Corvette, eine alte, sind hier gerade vorbeigefahren. Ja, das Ausführliche wird in einem anderen Video kommen, wo ich euch noch dann nochmal sehr detailliert sagen werde, wie die Michelin so performen. Dafür muss ich einfach einmal eine Strecke fahren, wo ich das wirklich ein bisschen austesten kann. Das ist hier nicht der Fall. Vielleicht, wenn ich in die Eifel komme, so in der Richtung, da kann ich das dann tun und euch die Eindrücke schildern. Aber das war's erstmal. Michelin sind montiert, sehen gut aus. Optik zeige ich euch jetzt noch mit ein paar schönen Aufnahmen. Ansonsten hoffe ich, ihr hattet Spaß am Video wie immer. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.